In diesem Video schauen wir den Backflip an. Mit dem Backflip kannst du deine Hand-Augen-Koordination und das Gefühl für einen Stock verbessern. Starten kannst du mit einem Luftballon. Wenn du die Übung im Griff hast, kannst du ein bisschen Luft rauslassen und dann macht es das Ganze ein bisschen schwieriger. Später nimmst du ein Uni-Hockey-Bälle und kannst dort dann sogar Vorhand und Backhand probieren. Wie beim Passen musst du das Bälle oder den Böck abfedern können. Das kannst du am Anfang gut mit dem Uni-Hockey-Stock und einem gefüllten Uni-Hockey-Bälle üben. Wenn das gut funktioniert, kannst du das Ganze dann mit dem Böck und dem Stock üben. In diesem Video siehst du schön, wie der Stock dem Böck nachgeht und ihn wie einen Staubsauger ansaugt. Wenn du den Backflip im Griff hast, kannst du die Übung schneller ausführen oder zählen, wie manchmal du die Serie schaffst. Im Spiel musst du schnelle Entscheidungen treffen können. Für das müssen die Verbindungen zwischen Hirn, Augen und deinem Körper gut funktionieren. Das kannst du täglich üben. Auch die Stars aus der NHL machen das.